Faustdicke Überraschung. Bundesregierung will das Einkommensanrechnungsrecht bei hinterbliebenen Renten ändern. Neuer Hinzuverdienstfreibetrag, zusätzlicher Freibetrag für Erwerbseinkommen in Höhe von 545 Euro soll oder wird kommen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, der Bundeshaushalt 2025 lässt uns nicht mehr los. Die Bundesregierung will das Wachstum in Deutschland mit einer Wachstumsinitiative entfesseln. Unter anderem auch die Arbeitsanreize für Rentner, für Bürgergeldempfänger, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für Ausländer hier deutlich verbessern. Und dazu hat die Bundesregierung ein sogenanntes Positionspapier auf 31 Seiten veröffentlicht und hat dort, ich kann es gar nicht glauben, auf Seite 14 unter der Überschrift 22c, Nummer 22c, da auch was zur hinterbliebenen Rente gesagt. Unter anderem hat sie mitgeteilt, dass das aktuelle Einkommensanrechnungsrecht erwerbsfeindlich ausgestaltet ist. Viele jüngere Witwen oder Witwer nehmen keine Erwerbstätigkeit mehr auf oder sie beenden ihre Erwerbstätigkeit und deshalb will die Bundesregierung oder wird die Bundesregierung einen neuen zusätzlichen Freibetrag in Höhe von 545 Euro zu den schon bestehenden Freibeträgen einführen. Das heißt also, für Erwerbstätigkeit und Einkommen daraus werden 545 Euro erst einmal zusätzlich zu den bestehenden entsprechenden Einkommensfreigrenzen weiterhin oder noch extra einkommensfrei bleiben und damit erhöht sich für Erwerbseinkommen zusätzlich zu den Freibeträgen dann nochmal das anrechnungsfreie Erwerbseinkommen. Und das, meine Damen und Herren, ist doch wirklich mal eine gute Nachricht. Das ist doch mal eine Nachricht, wo man wirklich sagen kann, ja, hier hat die Bundesregierung die Zeichen der Zeit erkannt und will das starre Einkommensanrechnungsrecht schlicht und ergreifend ein bisschen reformieren. Ich wünschte mir, dass dieser Freibetrag natürlich höher ausfällt, aber es ist ein guter Anfang. 545 Euro zusätzlicher Freibetrag zu den bestehenden Freibeträgen, das hört sich schon mal gut an und damit lässt sich auch dann relativ gut planen und auch rechnen. Und ich denke auch, dass der eine oder andere jetzt auch dann mutig voranschreitet und seine Erwerbstätigkeit dann aufnimmt oder fortführt oder sie auch ein bisschen erhöht. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.